Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Tauschbäckchen für euch. Das gab es ja schon länger nicht mehr auf meinem Kanal. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und zwar habe ich dieses Tauschbäckchen mit der lieben Nina von Ninas Kosmetik gemacht. Also schaut sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Dann könnt ihr sehen, was ich ihr geschickt habe. Ich verlinke euch ihren Kanal und ihr Video unten in die Infobox. Ja, und jetzt packen wir es aus und zwar haben wir das so gemacht, wir haben jetzt keinen Preis gesagt, also normalerweise macht man das ja so, dass man sich einen Preis sagt, das haben wir nicht gemacht, wir haben das so gemacht, dass wir das Tauschbäckchen also von DM machen und zum Beispiel von Balea ein Produkt, von Trended Up ein Produkt, von Manhattan ein Produkt, ich glaube Catrice war noch dabei und noch was, Essence. Also die günstigen Marken plus ein Lieblingsprodukt unserer Wahl. Genau, so. Und jetzt bin ich gespannt, was sich hier drin befindet. Ich zeige euch das mal. Also das Päckchen kam so in einer Glossybox an. Genau, so. Und ja, los geht's. Ich zeige euch das mal. So. Hier ist ein Brief. Ich muss mal gucken, ob ich ihn euch vorlesen kann. Und dann schaut es so aus. Ja. Es ist durchnummeriert. Das habe ich nicht gemacht. Also. Okay. Ich sehe schon. Hier steht schon alles, was hier drin ist. Also ich muss langsam lesen. Also, hallo liebe Cameron. Ich freue mich, dass es mit unserem Tauschbäckchen so gut geklappt hat. Hier also meine persönlichen Lieblingsprodukte von erstens Balea. Okay, dann schauen wir mal rein, was es ist. Und zwar sieht das so aus. Oh mein Gott, könnt ihr es sehen? Das Licht blendet. Mit einem Smiley drauf. Ich denke mal, es ist eine Bodylotion. Ja, oder Duschgel. Ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal. Okay, das Duschgel von Sweet Smoothie mit dem Duft von Zitrone und Vanille. Also den Duft kenne ich. Ich hatte davon mal ein Deo und das roch sehr, sehr gut. Also der Duft ist genial. Ja, also der Duft ist gigantisch. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber der Duft von diesem Bombe, echt Bombe. Ja, und hier steht jetzt, Balea, die Verpackung ist genauso zuckersüß wie der Inhalt. Ja, das stimmt. Ja, so. Dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt und zwar die Nummer 2. So, jetzt gucke ich nicht da drauf, sondern erst immer danach. Und zwar, so schaut es aus, könnt ihr es sehen. Nummer 2. Und ich habe schon gelesen, es ist ein Lidschatten. Und zwar, geile Farbe. Schaut mal, der ist so braun-bronze. So was benutze ich voll gerne im Alltag. Moment. Oh, der ist echt geil. Schaut mal, seht ihr das? Oh, geil, der schimmert. Schimmert der ja, der ist voll schön. Und dazu schreibt sie, der beste Lidschatten, den man in einer Drogerie finden kann. Ja, sehr cool. Ich habe nämlich einen von P2, so einen braunen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der ist schon so gut wie leer und den benutze ich jeden Tag. Aber die Farbe ist Bombe. Ja, auf jeden Fall. So. Gut, dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt, Nummer 3. Das ist ein Stift, ich weiß es nicht. Ein Stift, keine Ahnung. Die Marke ist, Moment, 3, weiß ich gar nicht. Doch, 3 ist Catrice, genau, etwas von Catrice. Ich würde sagen, Eyeliner vielleicht, weil der so ein bisschen dicker ist. Ich weiß es nicht. Ah, nein, was ist das? Okay, ich lese erstmal, was sie schreibt zu 3 Catrice. Ein eher unbekanntes Produkt, was aber jedes Augen-Make-up aufwertet. Okay. Ein Highlighter-Pen. Ah,
Schaut mal. Sehr cool. Das ist so ein Highlighter-Stift. So. Okay. Dann geht es weiter mit 4 und das ist ein Essensprodukt. Und zwar ist das das hier. Könnte ein Rouge sein. So. Ich gucke immer ins Display, ne? So. Und es ist ein, oh, ein Blush. Oh, der ist echt schön. Sogar matt. Ah. Oh. Coole Farbe. Der erinnert mich so ein bisschen an von MAC Melba. Den benutze ich immer, den habe ich auch drauf, oder? Obwohl, nee, doch nicht. So, also schaut mal. Ist das Peach? Ich würde sagen ja, oder? Oder rosa? Ich weiß es. Bury Me Up heißt die Farbe. Ah, okay, so. Genau, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, das war Nummer 4. Und Nummer 5 ist etwas von Manhattan. Genau. Und es ist ein Stift. Es könnte ein Lip Liner sein. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Oh, es ist, obwohl, warte, ich habe ihr auch einen Lip Liner geschickt. Ist das derselbe? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihr 59Y geholt, den gehypten. Und 59, oder war das G? Ich glaube 59Y, aber 59G wollte ich mir auch kaufen. Also bei der Emma gab es den nicht mehr, der war ausverkauft. Ja, genau, aber... Irgendwas war da, genau. Auf jeden Fall, so schaut der aus. Ich glaube, das ist ein anderer, als ich hier geschickt habe. Ja, so. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil die Lip Liner von Manhattan, die sind echt genial. Die liebe ich, die sind echt günstig und die sind so, so gut. Ja, kann ich euch echt empfehlen. Ja, so. Dann geht's weiter. Ach nee, sie hat ja was dazu geschrieben. Nee, doch. Ah, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was sie zum Essence geschrieben hat. Also nochmal, wo ist der Blush? Also, hierzu hat sie geschrieben, ich habe alle drei Farben, die es in dieser Reihe gibt. Diesen hier finde ich am herbstlichsten. Okay, so. Und jetzt der Lip Liner. Dazu schreibt sie, den kennt wohl fast jeder auf YouTube. Ja, das stimmt. Den kennt jeder, ja. Wer kennt ihn nicht? Ja, so, dann ist sechstens Trend It Up, genau. Ach, genau, habe ich euch gesagt, wir haben uns geeinigt, so nur dekorative Kosmetik zu nehmen. Genau, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Ja, so, Nummer 6 ist, nein, das hier, ja. Nummer 6 ist ein Nagellack von P2 war das, ne? Nein, 6 ist Trend It Up. Ja, Trend It Up. Okay, also ein Nagellack. Ich fühle es schon. Und zwar, welcher ist es? Oh, schaut mal. Ist das nicht nur süße Farbe? Ich habe hier auch einen geschickt von Trend It Up. Ich bin gerade verwundert. Nee. Ich habe ihr auch einen geschickt und zwar auch die 030, aber das ist nicht derselbe. Eine andere Farbe ist das. Und das ist, glaube ich, auch von Trend It Up, aber eine andere Serie. Genau, ich war jetzt verwundert, weil meiner sieht anders aus. Ich habe hier so einen schönen gekauft, den ich auch habe. Und das ist eine tolle Farbe. Also schaut bei ihr vorbei, dann wisst ihr, welchen ich ihr geschickt habe. Auf jeden Fall eine geile Farbe. Aber das ist auch eine geile Farbe. Ist das, erinnert mich so ein bisschen an von Essie Fiji, die Farbe. Ja, auf jeden Fall so ein schönes... Violett, lila, aber in Nude, ne? Pastell, Nude Pastell, genau. Also so, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Farbe. Ja, und dazu schreibt sie, ein echtes Schätzchen im neuen Sortiment. Okay, sehr, sehr cool, weil mit Trend It Up kenne ich mich leider nicht so aus. Also, da kenne ich nur den einen Nagellack, den ich ihr geschickt habe. Ja, so, sehr cool. Und, muss ich mal gucken, steht hier noch was? Ach, 7 Überraschung. Okay, dann machen wir jetzt die 7 auf. Okay, die 7 ist ein Lippenstift und das fühle ich schon. So.
Und zwar, von Alverde habe ich auch noch nicht so viel. Die Farbe 030 Chai Latte. Sehr cool, auch sehr herbstlich. Schaut mal, so ein schönes Braun. Ja, sehr schön. Von Alverde habe ich noch gar keinen Lippenstift. Ich habe davon nur so ein Camouflage. Ja, genau. Also Alverde auch sehr, sehr cool. Ich habe, glaube ich, von Alverde habe ich nichts reingetan. Schaut euch mein Überraschungsprodukt an. Das ist was ganz anderes. So, und dazu schreibt sie: Überraschung. Den habe ich mir auch erst vor kurzem gekauft. Ah, okay. Ganz viel Spaß mit den Produkten. Ja, sehr schön. Und dann hat sie noch ein paar Goodies reingelegt. Die zeige ich euch auch. Und zwar einmal das von Nivea: Pflegeshampoo und Pflegespülung. Und von Nivea zwei, einmal in Dusch, Gesichtspflege, genau, und Waschcreme und Make-up-Entferner. Ups, könnt ihr sehen. So. Und Hydra Bomb Tagespflege von Garnier. Sehr cool. Und ja, das war's, meine Lieben. Also schreibt mir, wie fandet ihr das Päckchen? Also ich fand das richtig, richtig schön und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, liebe Nina. Also vielen, vielen Dank nochmal für das super süße Päckchen. Hat mich echt gefreut. Und ja, wenn ihr jetzt sehen wollt, was ich der lieben Nina geschickt habe, dann schaut sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Wie gesagt, alle Links findet ihr in der Infobox. Sie würde sich sicher über einen Besuch sehr freuen. Und ja, ansonsten lasst mir gerne Feedback da. Wie hat euch das Video gefallen? Wollt ihr mehr Tauschpäckchen sehen? Dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.